Es war einmal ein Soldat namens Marty, der vor vielen, vielen Jahren im Römischen Reich lebte. In einer bitterkalten Novembernacht traf Martin auf einen sehr armen Mann. Da Martin aber weder Geld noch etwas zu essen bei sich hatte, überlegte er kurz, wie er dem Bettler helfen konnte. Er hatte ja einen kuscheligen, warmen Mantel an und unter seiner ganzen Soldatenrüstung ist ihm so warm gewesen, dass er den Mantel eigentlich nicht so nötig hatte wie der arme Bettler. Er nahm sein Schwert, teilte den Mantel in der Mitte durch und schenkte dem Bettler eine Hälfte des Mantels. Weil diese erzählte Geschichte vielen einflussreichen Menschen so gefiel. Auch dem Bischof von Tours wurde Martin viele Jahre heilig gesprochen und ist seitdem als Martin von Tours bekannt. Es grüßt Sie zum Martinstag, die Johannesschule. Und nun folgen weitere Grüße der Marburger Gemeinde. Es geht heute ums Teilen. Der heilige Martin hat seinen Mantel geteilt. Elisabeth von Thüringen hat das Brot geteilt. Martin Luther hat das Wort geteilt, indem er die Bibel übersetzt hat, damit sie alle in ihrer eigenen Sprache lesen und verstehen können. Ich wünsche euch allen einen frohen Martinstag. Liebe Kinder und auch wir Großen, lasst uns gerade in dieser wirren Zeit innehalten und im Herzen auf Jesus hören. Hören wir aber auch unseren Mitmenschen zu, die unsere Hilfe brauchen. Martinstag heißt für mich, probier doch mal etwas Neues aus. Etwas, was du sonst nicht wagst. Einen herzlichen Gruß aus der St. Witti-Gemeinde in Merseburg. Eure Susanne Malke. Hallo, manchmal gilt es zuzupacken. So hat es der heilige Martin gemacht mit dem Bettler und hat zugepackt und den Mantel geteilt. So gilt es auch für uns. Einfach zupacken. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Dieses Licht brennt in uns und wir können es nach draußen tragen, ganz ohne Laterne. St. Martin hat es uns vorgemacht.